Eine 218 im Magdeburger Hauptbahnhof. Selten inzwischen. Aber es gibt einen Ersatzverkehr zwischen Magdeburg und Goslar. Mit N-Wagen. Was ganz Besonderes in diesen Zeiten. Wir sind mitgefahren und waren an der Strecke. Viel Spaß beim Anschauen. Von Juni bis Ende August 2022 haben die Unternehmen Weser-Ems-Eisenbahn, Salzland-Rail-Service und Intertourix den Ersatzverkehr für Abellio Mitteldeutschland zwischen Magdeburg, Halberstadt und Goslar übernommen. Lokführer Tobias Sambiel weiß warum. Aufgrund des 9-Euro-Tickets in Sachsen-Anhalt hat das Land und die Nahverkehrsgesellschaft Ersatzzugpartner gesucht. Wir haben uns da zusammen mit der Weser-Ems-Eisenbahn drauf beworben, auf diesen Ersatzverkehr. Jetzt sind wir hier seit 1. Juni tätig und noch bis Ende August sind wir hier mit konventionellem Reisezugmaterial und 218 im Einsatz. Man merkt eben, dass die 218 zwar schon ein bisschen älter ist, aber durchaus nach wie vor immer noch den Anforderungen hier gerecht wird. Wir halten die Fahrzeiten genauso wie mit den neuen sportstarken Triebwerken und von daher kann man da ja, eigentlich nichts Negatives sagen. Fahrgäste lieben es zum Teil, manch einer wünscht sich seine Triebwagen zurück, aber im Großen und Ganzen ist das Echo der Fahrgäste doch relativ positiv. Die 218 hat den großen Vorteil, dass es halt eine sehr beamtenfreundliche Lokomotive ist, sagen wir es mal so. Sie ist weniger störanfällig, sie ist für diesen Einsatzzweck im Personenverkehr ist sie einfach geeigneter als die 232. Oder lokverschuldete Ausfälle hatten wir eigentlich eher weniger. Ich denke mal, da brauchten wir uns die letzten 3 Monate nicht verstecken hinter dem Regelverkehr, der sonst im Einsatz ist. Und wir sind halt robuste Lokomotiven. Hier ist nicht viel dran, was kaputt gehen kann. Und selbst wenn da irgendeine Störung anlag, dann war die relativ schnell behoben und wir konnten wieder am normalen Verkehr teilnehmen. Bei der Lok haben wir noch einen DB11-Motor drin. Bis auf eine Lok, die hier im Einsatz ist, haben auch alle den DB11. Und sind natürlich für unsere Soundfreunde und für unsere Eisenbahnfreunde die deutlich interessanteren Motoren. Einfach aufgrund der ganzen Klangkulisse. Du ziehst halt alle Blicke auf dich hier. Ne? Die Leute gucken und jeder weiß, dass es irgendwas anderes ist als der Triebwagen, der hier fährt. Und ich kenne das noch als kleiner Bengel, wo ich auch relativ viel mitgefahren bin. Damals Schülerferienticket, 90er Jahre, Ende der 90er Jahre. Da war das immer mein Traum, hier mit der 218 lang zu fahren. Da ich mir immer die Nase platt gedrückt im Steuerwagen an der Tür, dass man mal einen kleinen Blick erhaschen konnte. Und mittlerweile hat man das hier selber. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier nochmal jemals mit 218 herfahren und auf der Strecke hier 3 Monate rumfahren. Also das sind so kleine Kindheitsträume, die da in Erinnerung kommen. Ja, das ist warm, das ist alles, das ist laut. Aber wer das nicht geil findet, der läuft am Leben vorbei. Das ist einfach so. Also, man steigt hier ab, man hat dreckige Hände, aber es macht Spaß. Man kommt nach Hause. Und man weiß, man hat was Gutes gemacht, hat Spaß gemacht. Das ist
richtig noch eine Männerlok, wo man noch richtig Spaß dran hat, wenn man hier fährt. Man sieht ja auch anhand aller, die hier so am Bahndamm stehen, dass auch andere hier Spaß dran haben und nicht nur wir.